Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pangonia. Und als ich die letzte Aufnahme beendet hatte und vorher natürlich wie immer gespeichert habe und so weiter und ich aus Pangonia raus bin, kriegte ich so die Mitteilung hier von wegen Synchronisation mit der Cloud irgendwie nicht möglich und Probleme hier, Probleme da. Ich hoffe, dass das, was wir in der letzten Folge gemacht haben, dass das gespeichert wurde. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich schaue mal gerade durch. Ah doch, ja, das sieht gut aus. Hier der Deckerposten, das war eins der Dinge, die wir ja gemacht haben. Ja, gut. Handelszentrum von anderen Fraktionen entdeckt. Aufgaben sind verfügbar. Das ist schon mal nicht verkehrt. Sehr cool. Dann haben wir Stein entdeckt. Außenposten. Oh. Stein, okay. Wir haben Kohle entdeckt. Ja, aber vor allen Dingen haben wir einen Außenposten entdeckt. Oder wurde er schon angezeigt? Ja, gut, genau. Ich hatte ja dann noch hier gesagt, ne, hier der ein, die hier die einen Kollegen hier, ne, die, ne, nicht Wachturm. Entdecker-Gedinge, die sollten sich dann hier so, ja, das hat alles funktioniert. Sehr gut. Gut, ich hatte ja auch gesagt, ja, von wegen Handel und Wandel und so, sind wir das? Irgendjemand sagte da gerade ja. Würde sich jedenfalls so an. Gut, dann würde ich sagen, da wir das ja noch machen müssen und da wir noch gar nichts gemacht haben, was will der denn? Der Silberbarren, 20, ja klar. Logisch. Eisenstatue fertigstellen, okay. Vorräte, Außenposten, ja. Achso, das ist dieser Außenposten. Ah, sehr cool. Da müssen wir aber auch noch hin. Gut, dann würde ich sagen, Handel, Wandel und so weiter und so fort. Wir haben eine Schatzkammer, Handelslager, Handelsposten wäre sinnvoll. Den könnten wir beispielsweise hier so unterbringen oder vielleicht sinnvollerweise hier so unterbringen. Ich mache das mal so, das war nicht ganz so weit vom Schuss. So, genau, der will Silberbarren haben. Wo ich gerade mal dabei bin. Unsere Schmelzöfen, nein, das ist der Proviantmacher. Da. Machen die alles? Der macht im Augenblick nur Eisen. Und ich habe auch noch kein Silber abgebaut. Hätte er das wohl in Auftrag gegeben? Moment, ich muss mal kurz ein bisschen hoch. Nicht zu hoch, dann sieht man, mein Schädel wieder so abgeschnitten. Dann fällt mir das Denken noch schwerer als sonst. So, also der macht nur Eisen, in Anführungsstrichen. Nur, was ist mit dem? Der macht beides. Ja, das ist doch prima. Und da kriegt auch Silber geliefert, das ist auch cool. Dann habe ich den noch und der macht irgendwie gar nichts. Also, der soll Silber machen, nur aus Silber. Okay. Der aber beides hat, nämlich auch Eisen und Silber ganz wenig und so, dann sollte er auch beides machen. Ja. So, das ist wesentlich sinnvoller. Kupfertagebau, die haben irgendwie nichts mehr zu tun, da ist aber noch Kupfer vorhanden. Und die sind noch immer alle da, was geht denn da ab? Stein, Stein, aber wir haben, die würde ich erstmal entlassen. Deaktivieren. Ja, genau, kann da auch weg. So, was mit dem? Die haben da mal Kohle abgebaut. Da ist aber auch keine Kohle mehr. Und dann kann das auch deaktiviert werden. Die haben aber noch 5 Einheiten Kohle darum existieren. So, ja, wir sollen langsam aber sicher mal hier alles abbauen. Was ich hier immer, da ist auch immer noch Kohle. Ja. Ich weiß nicht, wie sinnvoll ist es, wenn ich jetzt hier hingehen würde und sage, ich mache hier ein Lager mit Kohle jetzt beispielsweise. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das Spiel das gerafft bekommt, dass die dann sagen, okay, wir transportieren die Kohle, die da ist, in ein Lager. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Die werden die Kohle, die jetzt frisch abgebaut wird von anderen Bergbauern, ne, also Tagebaustellen, die werden die entsprechend dann da einlagern und die bleibt dann liegen. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ja. Ich meine, wir können das. Wir haben ja hier, hier war Kohletagebau. Wir probieren das mal aus. Einfach, um das mal für alle Zeiten klar zu haben.
ich mache mal hier so ein ganz kleines Lager hin, genau hier hin. Ja, so. Da setze ich ein Lager hin, so zack, oben. Und die sollen einlagern Bergbau und bitteschön Kohle. So, ich bin mal gespannt, was jetzt passieren wird. Aber wie gesagt, ich bin da felsenfest von überzeugt, die werden hier Kohle einlagern. Ja, aber frische Kohle, die von anderer Stelle abgebaut wurde. Aber wir probieren das einfach mal aus. So viel Zeit und Ressourcen und Dingenskirchen und so muss sein. Anders geht's nicht. So, Silber wird abgebaut. Ah, hier wird der große Eber der Entschlossenheit gebaut. Das ist cool. Stein und Eisen braucht der. Okay. Ich kann mich entsinnen, wir hatten den schon mal. Ja, in irgendeinem anderen Dorf. Relativ früh, glaube ich sogar. Irgendwie, da haben wir den schon mal gebaut. Und ja. Moment, Umblick. Suchen wir die Taste. Ja, und das ist schon mal nicht verkehrt. Da haben wir den schon mal hier im Bau. Das ist cool. Gut, da geht jetzt Eisen drauf. Das ist weniger cool, aber es ist, wie es ist. So, der sagt mir hier irgendwie, ich habe nichts mehr. Da wurde irgendwo Eisen abgebaut. Achso, die sind schon weg. Sehe ich auch gerade. Ja, alles klar. Das ist schade, dass da nichts mehr zum Abbauen ist, aber ist halt so. Hier habe ich Stein, hier habe ich Kohle. Oh, okay. Kaum was anderes. Wir kriegen kaum Eisenerz. Ja, geschweige denn Silber oder so. Na gut, Silber haben wir jetzt an einer Stelle noch. Frage ist, wie lange? Und irgendwo hatten wir auch Eisen, aber auch da wird es nicht ewig dauern. Ich glaube, hier ist Eisen. Ja, warum der Pino rückt da jetzt? Okay. Okay. Und das ist sehr erfreulich. Okay. Das ist cool. Kohle, nein. Eisentagebau, bitte schön hier. So. Wenn ihr denn dann soweit seid, ich mach mal hier so den. Da geht nichts, ne? Wie gesagt, da ist natürliche Grenze. Bedingt durch den Berg. Aber wir kriegen das schon hin. Kamera drehen. Bitte schön in die richtige Richtung, das hilft. Habe ich mir sagen lassen, das ist sehr gut, wenn man solche Sachen in die richtige Richtung dreht. Ich kann es mir nicht merken. Wie immer. So, Moment. Ja. Das ist ein Wahnsinnsweg. Das ist ein Wahnsinnsweg. Ja. Okay. Aber hilft nichts. Cool. Dann haben wir das. Hier entsteht ein Handelsposten, beziehungsweise das ist jetzt fertig. Ich brauche Handelsträger. Die benötigen Rucksäcke. Habe ich die Möglichkeit, Handelsträger auszubilden? Ja, natürlich habe ich die Möglichkeit. Habe ich genügend Rucksäcke? Du machst mal hier so 10 von den Leuten. Handelsträger. Sehr gut. Freut mich. Dann, wenn die denn dann soweit sind, die brauchen Silberbarren. Das war eins der Sachen, die wir da machen sollten. Dann starte ich das schon mal. So. Einen Moment. Okay. Gegnerisches Lager wurde entdeckt. Ja, schon wieder irgendwelchen Banditen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Banditen und Diebe sind mir lieber als alles andere. Mit Banditen und Dieben kann ich umgehen. Da ist das andere Handelszentrum. Ein Silbervorkommen wurde entdeckt. Ach ja, genau, da war ich nämlich gerade. Hier gibt's Eisen, hier gibt's Kohle, hier gibt's Silber, Eisenerz, hier gibt's alles.
Wir müssen möglichst schnell dieses Gebiet für uns in Anspruch nehmen. Was ist das hier? Das ist okay, aber nur die halbe Miete. Ich brauche da ganz dringend. Wo seid ihr involviert? Wo guckt ihr euch um? Hey. Kann ich das auf der Karte eigentlich irgendwo sehen, wo die rumdoktern? Ja, Moment. Ich kann mich jetzt nicht um alles kümmern. Wo habe ich denn da den Pin noch gesetzt? Wieso wird das nicht angezeigt? Oder sie ist wieder nicht. Oder hatte ich den noch gar nicht gesetzt? Weiß es nicht. Ich setze den auf jeden Fall mal hier so hin, dass die sich in diese Richtung hinbegeben. Und ich muss auf jeden Fall, Moment, Erkundung, Dingenskirchen, Wachturm, hier noch einen Wachturm hinsetzen. Hilft nichts. Den auch bitte schön möglichst schnell hochziehen. Prio rauf. Und wenn die dann soweit sind. Aber sowas von hier sich ausbreiten. So. Okay. Banditen, die mich attackieren, kennt man. Gegnerisches Lager, das ist das. Dann haben wir da zwei Banditenlager, das ist das normale, was man so kennt. Okay, daher, alles klar. Ja, gut, dass ich das sehe. Sehr gut, dass ich das sehe. Wachturm. Da ein Wachturm, oder nie. Ich nehme das zurück. Kein Wachturm. Hier kommt eine Garnison hin. Eine Garnison, die würde ich dann hier hinsetzen wollen. So. Und auch hier würde ich sagen, priorisieren wir das Ganze. Aber es bleibt nicht bei der Garnison. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, jetzt ja trotzdem noch ein Wachturm hin. Aber zusätzlich eben. Da sollen dann später mal Wachen hinkommen. Jetzt für den Fall ebenfalls 10 Soldaten. Hier ist noch eine zweite Garnison, das wäre mir jetzt ein bisschen zu viel gewesen. Das wäre ein bisschen zu much. Auch da würde ich sagen, Prio. So. Wie sieht es aus? Was habe ich hier an entsprechenden Vorräten, an Waffen und dergleichen? Kann locker 10 Veteransoldaten rekrutieren. Das funktioniert ganz gut. Gegnerisches Lager, das sind okay. Weiß jetzt nicht, was das für ein Lager war. Das jetzt auch Diebe waren? Keine Ahnung. Aber was immer es war, ist es weg. Das ist immer gut. Weg ist immer gut. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich finde es immer nett, wenn meine Leute immer so im Vorbeigehen mal so das ein oder andere Lager mitnehmen. Boing. Weg. Sieht man da noch irgendwas? Das war hier. Okay, es können Diebe gewesen sein. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Wer auch immer sich da durchgesetzt hat.
Waldläufer, das können Diebe gewesen sein. Ich glaube, ich hatte doch hier deswegen auch die. Vielleicht deswegen nicht hier sogar die Waldläufer, also zwei Einheiten hier. Genau. Aha. Okay. Den sind nämlich dunkel. Ja, Moment. Was entsteht jetzt da? Ich mache das mal wie folgt. Vorsichtshalber. Militär, 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 Militär. Ein Militärcamp. Kriege ich hier ein Militärcamp hin? Jo. Das setze ich mal dahin. Ja. Alles weitere später. Okay. Das kam jetzt überraschend. So, die Waffenschmiede sagt, sie hat nichts mehr zu tun. Wir haben aber noch ein bisschen Eisen. Was da mal so 5 Stück von. Was ist hier mit der Rüstungsschmiede? Das ist geh da mal auf Nummer sicher. So, worum ich mich jetzt immer noch nicht kümmern können, ist die Sachen mit der Sammelei. Ich sehe hier aber relativ viel Getier, was schön ist. Aber Bären sehe ich so gut wie überhaupt keine. Mit den Pilzen, ob man die sieht, weiß ich gar nicht. Kann ich mich jetzt so nicht dran entsinnen? Möglicherweise ja. Also ich würde behaupten, dass man die sieht. Ja, das heißt also, wenn man irgendwo Pilze sammeln kann, dass die auch angezeigt werden, optisch. Ja, und nicht nur irgendwie, du hast Wald und du hast automatisch Pilze oder so. Ich glaube, so funktioniert das Spiel auch nicht. Aber ich sehe hier überhaupt keine Bären. Weil hier auch immer wieder gesagt wird, also ne, nach Möglichkeit hier eine Sammelhütte bauen. Aber wo? Aber wo? Also Büsche gibt es jede Menge. Und wie gesagt, erfreulicherweise auch sehr viele Hoppelhasen und anderes Getier. Da bin ich auch gar nicht böse drum. Hier gibt es immerhin Flachs, dass man vielleicht, ich weiß gar nicht, sammelt die Sammelhütte auch Flachs? Ich glaube ja. Aber da kommen wir noch nicht ran. Aber ansonsten, es gibt hier keine Bären. Oder ich sehe sie einfach nicht. Ich gucke in die falsche Richtung oder so. Kann natürlich sein. Dass ich nicht die richtigen Gegenden jetzt im Augenblick krase. Ja, und ich weiß, ich bin hier teilweise im befreundeten, also in noch nicht befreundeten, also in Nachbarnlagern, Dörfern, in Nachbarndörfer. Ja, die dummen Diebe, Banditen. Na gut, hier ist sowieso nichts. Ja, also Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so rumscrolle, aber na, ich versuche den Boden abzuscannen nach Bären. Oder zumindest irgendwelche Pilze oder so, aber ihr seht es ja selber, hier ist nichts. Ein Wald ohne Pilze. Kannst keinen erzählen. Das ist genauso wie ein Wald ohne Holz. Unfassbar. Was haben sich die Entwickler denn dabei gedacht? So, hier liegt irgendwie Zeugs rum, glaube ich. Nee, das sind Steine. Entschuldigung, kein Zeugs, das rumliegt. Das ist einfach nur Gestein gewesen. Ja, im Augenblick sehe ich keinen Sinn für eine Sammelhütte, weil ich kann nichts sammeln. Außer Erfahrung vielleicht, ja. Ist aber auch nichts. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Wir haben hier Stein, ganz toll. Wir haben ein bisschen Kohle, ansonsten haben wir Stein.
Was ja auch nicht verkehrt ist. Ne? Aus Stein kann man immer wieder gebrauchen. Kohle, Kohle. Ja, das ist schön. Eisen wäre schöner. Was passiert da? Das ist irgendwie, das sind doch hier Militär. Achso, sind wir das? Ja, wir bauen da gerade das Militärcamp. Okay, alles gut. Ja, ich würde sagen, mit dem Sammeln müssen wir noch ein bisschen warten. Oh, 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 größere Bevölkerung, 1000, das haben wir erreicht, sehr schön. Versorge kuriosen Bazar. Wo immer der auch sein mag, liefere Waren, haben wir schon mal 11 von 20 haben wir gemacht. Das ist schon mal schön, das ist immer gut. Die Eisenstatue ist zu 50% fertig, aber den Außenposten, den haben wir noch gar nicht. Den haben wir noch gar nicht so auf dem Schirm. Ja, kommt noch. Kommt noch, kommt noch. Alles Weitere müssen wir abwarten. Es gibt noch genug zu tun. Es gibt noch genug zu tun. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der... Oh, ich bin ein bisschen ungeschickt jetzt hier. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich erstmal für euer Dabeisein bis zu dieser Folge. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Brauche ich sehr, hilft mir sehr, dass ihr mir hier die Treue haltet. Ich bin entsprechend happy. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, 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 alles Gute. Und genießt die Zeit.